Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, der liebe Alex hat uns mal wieder etwas zukommen lassen und es ist natürlich jetzt keine Spende, es ist, wie ihr schon in der im Titel lesen könnt, eine relativ teure Folge Neuzugänge. Warum, das sehen wir gleich. Wir haben hier zwei Stapel und ja, es wird mal wieder ganz großartig. Wir haben hier an der Seite einen Bonusstapel, den ich mir natürlich im Vorfeld schon angesehen habe. Und eben hier dann die Karten. Ich persönlich würde sagen, wir fangen auch am besten mit den normalen Karten an. Den Bonus, den heben wir uns dann bis zum Schluss auf. Und wir fangen hier direkt ganz heftig an. Ja, der leuchtende blauäugige Drache, Deutsch aus dem Retro-Pack 2, wie aus dem Ei gepellt. Natürlich die Karte an sich mittlerweile nicht mehr so, wie sagt man, nicht mehr so beeindruckend, da eben der Reprint in der Legendary Collection Kyber quasi die Binder flutet. Allerdings ist das natürlich schon ein ganz anderes Kaliber mit einem aktuellen Wert von, ich glaube, irgendwas zwischen 400 und 600 Euro das Stück. Aus dem Retro-Pack speziell ist das jetzt unser drittes Exemplar. Natürlich die andere Secret-Variante aus der Legendary Collection Kyber haben wir auch. Einfach weil da auch die Sterne glitzern und ich da natürlich auch ein paar dabei haben möchte. Optimal wäre 5 Stück aus dem Retro-Pack 2, 5 Stück aus der Legendary Collection Kyber. Sehr schön, so, das ist wirklich so der Eyecatcher, sozusagen der Briefkopf, wenn man so möchte, dieser Sendung. Es geht aber nicht weniger teurer weiter. Und zwar kommt als nächstes der Harpien Flederwisch in Super Rare aus dem Tournament Pack 8, auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Wert liegt bei etwa 150 Euro, soweit ich weiß. Ich erinnere mich an der Stelle an ein Video von Simply Unlucky, wie er so ein paar Booster aufgemacht hat und ihn unbedingt ziehen wollte. Und er hat ihn halt tatsächlich gezogen, ist derbe ausgetickt. Er meinte auch, das sei die seltenste Zauberkarte, die man überhaupt ziehen kann. Inwiefern ich diese Aussage jetzt unterstützen möchte, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall auch noch Karten, die ähnlich selten sind. Ja, weiter geht es mit, wir haben ihn ja in den letzten Folgen schon mal gesehen, dem Blue-Eyes White Dragon in Ghost Rare. Hier wieder die TRC1 Variante, also die teurere, ohne die parallelen Streifen aus dem 20th Anniversary Pack. Der Wert beträgt so um die 100 Euro in etwa. Ja, außer man kommt halt irgendwie günstiger ran, ne? Soll es ja auch geben. Aber er geht halt schon so um die 100 teilweise mittlerweile weg. Als ich meine ersten damals gekauft habe, bei Arnie noch, gingen sie ungefähr 40, dann sind sie hoch auf 60, 65 und dann direkt eigentlich auf 100. Liegt halt auch daran, dass dieser hier aus THC1 nicht mehr produziert wird und dementsprechend bei Sammlern immer beliebter wird. Dann geht's weiter mit einem Blue-Eyes White Dragon aus dem Duelist Pack Kyber. Den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Die letzten, die wir gesehen haben, sind ganz alt. Die kamen damals noch von Erik Hübner, als er einer meiner neuen Händler geworden ist, über die Schiene. Er ist ja tatsächlich damals mein Händler geworden, weil er das Gastvideo bei Random Brain gesehen hat, dass er durch die Decke gegangen ist und hat dann sich bei mir gemeldet und hat dann irgendwie mitbekommen, dass ich noch den suche und hat sich dann da eben angeboten. Das war richtig nice und ja, jetzt haben wir wieder mal hier am Start. Natürlich Erstauflage ist eigentlich relativ schwierig, eine zu kriegen, die nicht First ist, weil hier in Deutschland auf Deutsch gibt es ja eigentlich nur eine Erstauflage. Der Reprint war ja Englisch. Dann haben wir, ja, den Movie Pack Blue Eyes. Ich kritisiere ja immer das Artwork dieser Karte. Übrigens hier in Kyber, KC Rare. Also Common mit KC Folie. Dieses Artwork ist gut, aber es ist nicht für Holo geeignet. Es wäre für eine Holo geeignet, wenn nicht alles glitzern würde. Wenn nur das Monster glitzern würde zum Beispiel. Dann wäre es eine schöne Ultra. Oder auch von mir aus eine schöne Secret. Da aber wirklich alles an dieser Karte glänzt, sei es in der Gold Secret oder auch in der Ultra-Version, sehe ich erst jetzt so, nachdem ich hier auch wirklich den Common Print sehe, ist halt wirklich der Effekt, der die Karte kaputt macht. Ja, ich muss wirklich sagen, der Holo-Effekt macht diese Karte kaputt. Das Artwork ist eigentlich richtig geil. Aber es ist ein Artwork, das für Common gemacht ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich der Hintergrund der Karte und das Monster selber farblich kaum unterscheiden. Und da eben die heutigen Holos ziemlich shiny sind, sage ich jetzt mal, ist es halt einfach so, dass der Effekt einfach das Artwork überlagert. Ja? Also ich persönlich bin der Meinung, nochmal ein Ultra-Rare-Print der Karte und dann bitte so, dass nur das Monster schillert und der Hintergrund Common bleibt. Das würde gut aussehen.
Den Wert der Karte weiß ich übrigens nicht, keine Ahnung. Dann haben wir hier eine relativ günstige Karte, die trotzdem ganz cool ist, aus dem Dual Terminal 1, glaube ich. DPT-1, das ist dieser Burst Stream of Destruction. Ist tatsächlich unser erstes Exemplar, wusste gar nicht, dass die existiert. Ich dachte auch auf den Bildern, dass das die Ultra Rare aus AST wäre, ist sie aber nicht. Umso cooler, dass wir die hier haben. Sehr schön, muss ich sagen, sehr schön. Also das sieht wirklich gut aus, auch in diesem Dual Terminal Rare. Ist tatsächlich sehr, sehr schön geworden. Ich glaube 2,50 oder so geht die, mehr war das nicht. Dann haben wir einen Black Rose, ein Ultimate Rare, Englisch, unlimitiert. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Wert ist. Ich schätze mal, so um die 30 bis 40 Euro wird sie schon gehen. Also ein 20 auf jeden Fall, ein 20 sage ich mal auf jeden Fall. Aber ich denke doch eher so im 30-Euro-Bereich, würde ich jetzt mal sagen. 40 glaube ich auch nicht so ganz, wäre glaube ich ein bisschen zu teuer, aber 30 Euro dürfte diese Karte auf jeden Fall gehen. Ist auf jeden Fall sehr schön, den noch in Ultimate zu haben. Und da ich ja gerade an einem 5D-Spinder bin, an einem 5D-Koffer arbeite, wo auch der Black Rose hier mit dabei ist, haben wir natürlich direkt wieder was für... Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Hallo? Also haben wir auch direkt wieder was eben, um den Koffer aufzustocken. Hier haben wir jetzt was ganz Besonderes, sehr cool, mit einem Wert von ungefähr 76 Euro. Das ist der Dunkle Magios LOB als Erstauflage. Und zwar ist der Asian English. Das heißt, hier vorne ist er Englisch, erste Auflage, LOB. Und hinten hat er das asiatische Zeichen. Ich persönlich weiß es gar nicht mehr, wie diese Karten, was das mit diesen Karten auf sich hat. Ich habe auch ein paar Raigekis in der Richtung. Da bin ich überfragt. Auf jeden Fall finde ich das mega cool. Ist halt wirklich auch wie aus dem Ei gepellt, die Karte. Sehr, sehr schön und ist ein bisschen teurer auch als der normale englische Dunkle Magier in First aus LOB. Ist auf jeden Fall mega geil, muss man schon sagen. Dann haben wir hier den Dark Magician und zwar aus Forbidden Legacy. Es gibt ihn auch aus WPT, da habe ich glaube ich auch 7 oder 8 Stück. Das ist jetzt tatsächlich mein erster aus Forbidden Legacy. Macht natürlich optisch keinen Unterschied, ist halt ein anderes Set. Ich weiß gar nicht, inwiefern der teurer oder seltener ist. Das, keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgesehen. Aber es ist halt schon einfach mega geil, ne? Muss man einfach mal so gesagt haben. Nehme ich auch gerne mit. Also, mega coole Sache. So, wir legen mal die jetzt hin. Machen wir hier oben weiter. So. Dann haben wir hier einen Dark Satch und zwar aus Dark Beginning 1. Boah, kennt man sonst eigentlich nur aus einem Computerspiel. Der hat hier oben ein kleines Eck und hier hat er auch einen kleinen Knick, aber sonst ist er eigentlich absolut top in Schuss. Ist halt eher was für meine private Sammlung, eben wegen dieser Dellen, aber ansonsten ist er halt wirklich im guten Zustand und ich denke mal, da kann man drüber hinwegsehen. Und ist auf jeden Fall eine nette Karte und gefällt mir persönlich an Ultimate richtig gut. Habe ich ja auch japanisch als Alti. Mega schön, muss man ganz ehrlich, muss man sich mal angesehen haben. Legen wir beieinander, haben wir Platz. Dann haben wir das Dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin, eine extrem schöne Secret Rare. Und auch diese Karte feiert hier Jubiläum. Ich war auf der einen Seite immer zu geizig, sie mir bei meinen Händlern zu kaufen, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich damals, musste man glaube ich 40 Euro für die zahlen oder so. Das wollte ich nicht bezahlen, ja. Deswegen wollte ich sie mir rantauschen, aber es wollte keiner vertauschen. Keine Chance. In Ultra Rare habe ich sie zum Saufüttern, ja. Ohne Witz, ich habe sie auch in Collector's Rare 6 mal aus Japan, da kostet sie auch 45 Euro. Aber die Secret hatte ich nicht. Keine Chance. Jetzt habe ich sie, das ist tatsächlich meine erste. Ja, wer hätte es gedacht, manchmal sind es doch tatsächlich die unscheinbareren Karten, die ich nicht besitze. Und es freut mich, die hier in der Sammlung begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, es werden auch recht schnell noch mehr. Ich brauche noch 9 Stück von der quasi. So, dann haben wir hier auch eine coole Karte, und zwar den schwarzglänzenden Soldaten, Gesandter des Anfangs, in Ultra Parallel Rare aus dem 6, aus dem Set 306. Damals hatten die Sets keine Buchstaben als Kürzel, sondern eher Nummern. Die Sets an sich hatten aber schon Namen. Aus demselben Set kam er auch in Ultimate Rare raus, wo ich auch schon Exemplare da habe. Hier in Parallel ist er allerdings, glaube ich, erst mein zweiter oder dritter, den ich hier habe. Auch mega cool, ist aber auch relativ teuer gewesen, glaube ich. Dann hier sehr schön, Elfenzwillinge, hier Secret First. Ich glaube, jetzt müssten sie voll sein. Jetzt habe ich 10 Stück in Secret mit der hier. Das heißt, die nächsten werden wohl, also die nächste wird dann wohl erstmal nebenbei kommen, eben für diesen Koffer, den ich ja dann verkaufen möchte. Und die restlichen werden dann wohl in den Tauschbinder wandern, wenn ich denn mal in einer Sammlung wieder welche kriegen sollte. Auf jeden Fall mega cool, mega nice. First, super Zustand, findet man wirklich selten mittlerweile. Dann aus dem Champion Pack den Hydrogeddon.
Ich weiß gar nicht, wie viel der momentan geht. Das war, glaube ich, eher eine günstigere Champion Pack Card. Den habe ich, glaube ich, schon 6 oder 7 Mal. Genauso ähnlich wie der Nebelkönig in Ultimate Red, den will auch keiner haben, oder die Schweifpeitsche. Habe ich auch schon 12 Mal gehabt oder so. Aber es ist trotzdem eine coole Karte. Es gibt ja noch ein Ultra aus der Legendary Collection. GX muss das, glaube ich, gewesen sein. Ist aber von diesen ganzen Hydrogeddon, Oxygeddon und so, mag ich den tatsächlich am liebsten. Sogar noch eher als den Wasserdrachen, wobei der auch mega nice ist, ne? Muss man schon sagen. So. Dann haben wir hier noch den Nummer S9 Utopia The Lightning aus YZ08. Das ist so eine amerikanische oder englische Manga-Promo. Da habe ich auch diesen Cyberstein damals gehabt, lange bevor er bei uns als Promo rauskam. Da ging er, glaube ich, auch 8 Euro oder so, war mega cool. Da habe ich auch diesen Bielse in diesem alternativen Artwork raus oder aus so einem ähnlichen Set zumindest. Das sind richtig, richtig coole Karten, die es da zu bekommen gibt, und natürlich Utopia The Lightning. Ich kann mich immer mehr mit dem Artwork anfreunden. Ich habe es damals nicht so wirklich gemocht. Jetzt mag ich es natürlich immer mehr. Was mir übrigens auffällt, ist, dass das Gefallen einer Karte, ob eine Karte jetzt gut aussieht oder nicht, nicht unbedingt auch etwas mit dem Artwork zu tun haben muss, sondern auch so, wie die Karte produziert ist. Wenn eine Karte billig gedruckt worden ist, gefällt einem die Karte prinzipiell vom Anblick her weniger als eine Karte, die wirklich hochwertiger produziert ist. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel der Unterschied zwischen den Heiligen Ungeheuern der Legendary Collection 2 der deutschen Sprache und der des amerikanischen Englischen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe auch ein Set amerikanisch-englische hier. Qualitativ einfach Welten dazwischen. Muss man sich mal wirklich gönnen, sich 2 Sets davon zu holen, das eine deutsch und das andere Ami halt. Dann haben wir einen Erzherrscher Christian. Der war, glaube ich, immer recht teuer, weil er recht spielstark war. Inwiefern er das noch ist, weiß ich allerdings nicht. Weiß auch nicht, ob ich den jetzt schon zu diesem 5Ds-Koffer zufügen werde oder nicht. Muss ich mal gucken, wie viel ich schon da bin. Super Rare habe ich ihn ziemlich oft. Wie oft ich ihn jetzt in Secret habe, weiß ich nicht. Ein paar Mal bestimmt 5 oder 6 Mal, aber mehr wahrscheinlich noch nicht. Das Auge von Timaeus halt mittlerweile auch sehr, sehr oft. Muss ich auch mal gucken, wie viele das jetzt mittlerweile sind. Bald dürften einige von denen zur Abgabe stehen, wenn ich noch mehr bekomme. Und auch die geht ja noch ein paar Euro sozusagen. Dann haben wir hier nochmal Besuch vom Retro-Pack. Wir haben hier die Spiegelwand. In Ultra Rare, ich glaube, die war jetzt auch nicht übermäßig teuer, aber es ist einfach eine schöne Ultra Rare aus einem schönen alten Set, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat hier ganz minimale Lackschäden, aber die sind wirklich verkraftbar. Die Karte wird tatsächlich auch trotzdem in die offizielle Sammlung kommen. Dann eine Karte, die man jetzt auch schon ein bisschen häufiger in First sieht, so wie alle AST-Holos, ist Feindkontrolle, eine richtig, richtig coole Karte, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, hier auch First, guter Zustand, warum nicht, nehme ich gerne mit, habe ich gerne mitgenommen, genauso wie Starker Wachposten aus Spellruder, ist auch eine Karte, die man ab und zu noch in First sieht, ist also keine übertriebene Seltenheit, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Karte, die wahrscheinlich auch den ein oder anderen Euro geht. Und zu guter Letzt sehen wir uns jetzt noch den Bonus an, den ich natürlich schon gesehen habe. Ich muss jetzt also keine Überraschung heucheln. Wir haben ja einmal einen Nine-Pinguin, einen Common, so einfach mal random, okay. Dann haben wir ein Playset Ultimate Providence, also ultimative Vorsehung. In Secret ist eine sehr, sehr schöne Karte, muss ich sagen. Ich mag diese Karte vom Design her unglaublich gerne, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob das jetzt eine generische Karte ist oder nicht. Dann haben wir ein Playset Fairytale Luna. Ist ja auch so ein kleines Thema, ne? Dann haben wir eine Hecatriss aus dem Premium Pack. Aus der Legendary Collection ein Anti-Raigeki. Und aus der Legendary Collection eine Krieger-Eliminierung. Zu erwähnen wäre übrigens, dass sich die Ultras aus dem Set kaum banden, also kaum biegen, während die Secrets das ziemlich stark tun. Ja, so, das war die Sendung. Ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen, wie ihr sie findet. Was ihr so über die Karten denkt. Ich persönlich bin natürlich mehr als zufrieden, kann man sich natürlich vorstellen, und freue mich natürlich auch auf weitere Deals mit der entsprechenden Person, die im vollen Namen natürlich nie wirklich ganz genannt werden möchte. So, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge, und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.